Hallo Community, ich bin's, der Julian von Trader Online Video. Magic spielen muss nicht teuer sein, deswegen haben wir uns zu Straßen von Neukapenna Decks bestehend nur aus gewöhnlichen Karten gebaut. Das ist jetzt mein Omnita-Deck, was ich euch vorstelle, heißt also Rot-Schwarz-Grün und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis gleich. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Noch kurz vorneweg, mein Vater hat sich sein Deck schon gebaut, meine Schwester wird ihr Deck noch bauen. Ich stelle euch mein Deck jetzt vor. Duellvideos mit diesen Decks werden auch später noch im Streamformat folgen, dann höchstwahrscheinlich irgendwie samstags. Fangen wir erstmal an. Das Sideboard habe ich erstmal an die Seite gelegt. Ich habe mich dazu entschieden, das ist ja Rot-Schwarz-Grün, ist ja eher Omnita heißt es ja schon, also draufhauen. Deswegen spiele ich auch eigentlich oder versuche ich eher ein aggressiveres Deck zu spielen, was aber auch ein paar starke Kreaturen im Late Game hat. Also so ein alles was geht Deck. Also stark und trotzdem schnell. Da ist dann auch die erste Karte Strangulieren für ein rotes Mana. Also es ist eine Hexerei. Strangulieren fügt einer Kreatur oder einem Planeswalker deiner Wahl 3 Schadenspunkte zu. Spiele ich natürlich 4-mal. Ne? Also das ist ein super Removal im 1-Mana-Slot und das dann sogar noch im Kamm, muss man einfach ins Deck packen, wenn man rot spielt. Dann auch 4-mal, in grün dieses Mal, für die Familie. Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl erhält +2/+2 bis zum Ende des Zuges. Falls du 4 oder mehr Kreaturen kontrollierst, erhält diese Kreatur stattdessen +4/+4 bis zum Ende des Zuges. Ja, und wir haben ja eigentlich viele Kreaturen, deswegen kannst du da dann höchstwahrscheinlich auch +4/+4 geben, was ja dann auch schon ziemlich stark ist. So, dann nochmal im 1-Mana-Slot 4-mal der Goldhund. Für ein rotes ist er 1-1 mit Erschlag und bedrohlich. Also bedrohlich sagt halt, diese Kreatur kann nicht geblockt werden, außer von 2 oder mehr Kreaturen. Und Erschlag heißt, dass sie zuerst schlägt. Heißt also, wenn die gegnerische Kreatur nur 1 hinten hat, schlägt dieser Goldhund als erstes zu, dass der Hund nicht einmal Damage von der gegnerischen Kreatur bekommt und deswegen überlebt, egal wie stark die gegnerische Kreatur ist. Und dann sagt sie noch, tappen, opfer den Goldhund-Erzeuger ein Mana einer beliebigen Farbe, was uns natürlich auch nochmal deutlich schneller macht, um dann die teureren Sprüche zu spielen. Und allgemein für einen Mana Erschlag bedrohlich ist ja auch schon mal super. Dann im 2-Mana-Slot spiele ich 2-mal die Chaos-Patrouille. Für ein farbloses, ein rotes ist sie 1-2 mit Bedrohlichkeit. Und wenn sie angreift, erhält eine Kreatur meiner Wahl +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Und sie hat noch Blitz für ein farbloses und ein rotes. Heißt also, falls du diesen Zauberspruch für seinen Blitzkosten wirkst, erhält er Eile. Und wenn diese Kreatur stirbt, ziehe eine Karte, opfer diese Kreatur zu Beginn deines nächsten Endsegments. Heißt also, du könntest sie theoretisch für die, sind ja auch die gleichen Mana-Kosten, in der zweiten Runde direkt ausspielen, mit Eile angreifen. Da habe ich ja höchstwahrscheinlich den Goldhund schon liegen. Heißt also, würde dann mit beiden Kreaturen angreifen können und am Ende noch eine Karte ziehen. Aber dann würde sie natürlich auch noch sterben. Aber ist trotzdem ziemlich gut, dass ich halt dem Goldhund dann +1/+0 geben kann, was ja nicht schlecht ist. Dann zweimal spiele ich auch, noch Jetmirs Problemlöserin. Für ein rotes, ein grünes ist sie 2-2 und für ein rotes und ein grünes sagt sie ebenfalls Jetmirs Problemlöserin L +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Falls Mana von einem Schatz ausgegeben wurde, um diese Fähigkeit zu aktivieren, lege stattdessen eine 1/+1 Marke auf sie. 1/+1 Marken, besser gesagt Schätze, haben wir auch in diesem Deck zwar nicht so viele, aber es geht halt einfach auch darum, dass du sie halt im Late Game theoretisch auch noch richtig krass pumpen könntest oder kannst, weil ich spiele auch gar nicht so viel Schwarz, heißt also, wir haben auch eine gute Menge an roten und grünen Mana, sodass wir sie auch öfter pumpen können. Spiele ich 2-mal. Dann ebenfalls 2-mal im 2-Mana-Slot spiele ich den buckligen Wächter. Ein farbloses, ein schwarzes ist er 3-2 und er kommt getappt ins Spiel. Ist natürlich getapptes Spiel macht uns halt natürlich ein bisschen langsamer, aber eigentlich macht das jetzt keinen großen Unterschied, weil sie kann ja sowieso nicht direkt angreifen, außer sie hätte Eile, aber ich kann ihr ja nicht Eile geben. Deswegen ist es dann halt einfach im Zug danach ein 3-2er und der kann dann auch schon gut draufhauen und Damage machen. Kommen wir auch schon zum 3-Mana-Slot, da ist auch eine super Kam, die Juwelendiebin, 3-3, hat Wachsamkeit und Trampelschaden. Und wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge ich einen Schatzspielstein.
Schätze sagen, es ist ein Artefakt mit Tappenopfer. Dieses Artefakt erzeugt einen Mana einer beliebigen Farbe. Macht uns also auch nochmal schneller. Spiele ich natürlich viermal. Die muss einfach auch viermal rein, weil sie einfach super ist. Zudem spiele ich dann noch den geistreichen Röstmeister für zwei farblose und ein rotes 3-2. Spiele ich zweimal mit Allianz. Immer wenn eine andere Kreatur unter meiner Kontrolle ins Spiel kommt, fügt der geistreiche Röstmeister jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Heißt also, wir spielen die Kreaturen und können dem Gegner damit auch noch mal ein bisschen Schaden schießen, was natürlich auch immer noch hilft dabei, den Gegner noch schneller zu töten. Und dann zum Draufhauen auch eine gute Karte, nämlich Meistgesucht, spiele ich auch zweimal. Ist eine für zwei farblose und ein grünes, eine Verzauberung Aura mit Aufblitzen. Aufblitzen heißt, ich kann sie so wie ein Spontanzauber wirken. Sagt dann, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hält plus 2, plus 1. Und wenn diese verzauberte Kreatur stirbt, erzeuge ich zwei Schatzspielsteine. Erstens, es ist eine Verzauberung Aura mit Aufblitzen. Heißt also, ich kann sie spontan wirken, so halt als wie ein Pumpspell. Aber es bleibt halt drauf, weil es eine Verzauberung Aura ist. Und was halt auch ziemlich praktisch ist, dass ich zwei Schätze bekomme, wenn die Kreatur stirbt. Dadurch werde ich erstens noch schneller. Oder ich könnte natürlich diese Schätze auch benutzen, um Jetmirs Problemlösern zu aktivieren, um dann eine 1+1 Marke auf sie zu legen und ihr nicht nur +1/+1 zu geben. Spiele ich zweimal. Dann viermal, darf natürlich nicht fehlen, Mord für ein farbloses und zwei schwarze. Ist natürlich, zwei schwarze ist nicht ohne, aber passt schon. Spontanzauber zerstört eine Kreatur meiner Wahl. Ist natürlich super. Muss viermal rein, ist ein erste Klasse Removal. Erst recht, wenn man Only Kampf spielt, oh, ist das schon eine fiese Karte. Dann im 4-Mana-Slot spiele ich zweimal die Plasma-Schweißerin. Für drei farblose ein rotes ist sie 3-1 und sagt, wenn sie angreift, kann eine Kreatur meiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, in diesem Zug nicht blocken und hat noch Blitz für 3. Ist ja perfekt, ne? Kannst du ja einfach schön draufhauen, wenn die gegnerischen Kreaturen nicht blocken können, kannst du ja einfach durchrennen. Tatsächlich spiele ich aber auch nicht mehr im 4-Mana-Slot. Dann spiele ich im 5-Mana-Slot für 4 farblose ein schwarzes, den Baustellenschläger. Der ist 4-4 und wenn sie sterben, erhalte ich einen getappten 2-2 schwarzen Räuberkreaturenspielstein und auch wieder mit Blitz 4. Heißt also, ich könnte sie auch früher spielen. Würde ja sie dann am Ende meines Endsegments opfern, dann würde ich ja auch den getappten 2-2er bekommen. Dann auch hier die Supporter-Karte in meinem Umnieter-Deck ist die maskierte Banditen für 3 farblose, ein schwarzes, ein rotes, ein grünes, 5-5, Waschbärräuber, perfekt. Wachsamkeit bedrohlich, ne? Also Wachsamkeit heißt einfach, tappt nicht beim Angriff. Und für 2 farblose kann ich ihn aus meiner Hand ins Exil schicken und ein Land meiner Wahl erhält Tappen, erzeugt ein schwarzes, rotes oder grünes Mana, bis die maskierten Banditen aus dem Exil gewirkt werden. Solange die maskierten Banditen im Exil bleiben, kannst du sie wirken. Ne, heißt also, sie geben mir dieses das Mana-Fixing, das ich vielleicht brauche, wenn ich es überhaupt brauche. Und sonst sind sie halt einfach 5-5er mit Wachsamkeit und bedrohlich. Was natürlich in einem Comeback auch schon eine Summe ist, weil viele starke Kreaturen hat man halt, wenn man Only Kampf spielt, jetzt nicht. Also es ist natürlich jetzt auch ausgerichtet, dass du halt gegen ein Deck spielst, was auch nur Kampf hat. Aber dann ist der halt einfach auch super. Und kommen wir auch tatsächlich schon zur Mana Base. Da spiele ich nämlich zweimal die Stadtbahnstation. Kommt halt getappt ins Spiel, macht mir ein schwarzes oder rotes Mana und für 4 Mana und tappen, also 2 farblose, ein schwarzes, ein rotes, kann ich sie opfern und eine Karte ziehen. Spiele ich halt, wie gesagt, zweimal. Das gleiche dann auch nochmal in Rot und Grün mit der Pferderennbahn, auch zweimal. Dann noch 5 Sümpfe. Ich sag mal so, zack. 6 Wälder und 7 Gebirge. Heißt also insgesamt 22 Länder. Ich wollte jetzt auch nicht zu viele von diesen Doppelländern, sage ich jetzt mal, oder Fetch-Ländern oder wie man sie auch nennen möchte, reinpacken, weil sie mich halt einfach langsamer machen, weil sie getappt ins Spiel kommen. Oder die Länder dann halt getappt ins Spiel kommen, wenn man da diese
Länder spielt, die halt, die man opfern kann, um ein Standardland rauszusuchen. Die hätten mich halt langsamer gemacht, deswegen spiele ich die jetzt nicht. Ich wollte ja schnell sein. Ich habe aber auch noch ein Sideboard, falls das dann am Ende doch zu viele Länder sind, weil es sind schon 22, 22 ist vielleicht sogar noch ein bisschen zu viel. Oder vielleicht sind es auch ein paar zu wenig Kreaturen. Habe ich noch im Sideboard zweimal die Chaos-Patrouille, habe ich ja schon vorgestellt. Dann noch auch zweimal der bucklige Wächter. Zweimal die, den Umnieter-Eingeweihten, der ist eins für zwei Mana, also ein farbloses, ein rotes 2-2 und für ein farbloses und ein schwarzes oder grünes, also die Umnieter-Farben, erhält er Todesberührung, was immer in das Zug ist. Heißt also, Todesberührung sagt, egal wie stark die gegnerische Kreatur ist, wie viele Verteidigungspunkte sie hat, sie stirbt trotzdem. So einfach kann man das sagen. Also gut halt gegen große Kreaturen und halt noch ein 2-Mana-Drop. Dann im 3-Mana-Slot habe ich dann auch noch zweimal im Sideboard den Röstmeister und noch im 4-Mana-Slot zwei weitere Plasma-Schweißerin, weil im 4-Mana-Slot habe ich ja jetzt gerade nur zwei Karten, vielleicht ist das dann doch ein bisschen zu wenig, also einfach nur noch mehr Kreaturen fürs Sideboard, falls ich dann doch hier zu viele Länder oder zu viele Schussspells habe. Ich möchte ja eigentlich aggressiv auch sein. Oder vielleicht sind auch sind es auch viel zu viele High-Mana-Drops. Also jetzt die maskierten Banditen in dem Fall. Aber das ist mein Standard-Deck und dann halt hier noch mein passendes Sideboard dazu. Ich lege das hier nochmal so drunter. Zack, zack. Oh, passen die Karten hier noch hin. Ich mache noch hier und da. Zack. Also das ist das Deck. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es ist schnell genug, um den Gegner unter Druck zu setzen, was man ja eigentlich schon schaffen sollte, weil ich habe ja auch viele Schussspells, um die Gegner aufzuhalten. Und ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn es euch gefallen hat oder ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, ob ihr das Deck doch noch ein bisschen umgebaut hättet, von wegen, yo, ich hätte doch mehr Kreaturen reingepackt, doch ein paar weniger Zauber oder Länder, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann lese ich mir das nochmal durch, vielleicht kann ich ja dann nochmal insgeheim ein paar Veränderungen vornehmen und ja, genau. Sonst bin ich jetzt raus für heute und wünsche euch noch viel Spaß mit Magic the Gathering und Straßen von Neukapenna. Bis dann. Tschüss.